willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel ERV Schönheide 09 gegen den Deggendorfer SC. Das Spiel endete 3:2 für Schönheide vor 423 Zuschauern. Bei mir beide Trainer der Mannschaften. Ich möchte einfach ein kurzes Statement zum Spiel, was gesagt wird, so wie es heute die Leistung war. Also guten Abend. Ich gratuliere zur Heimmannschaft, zum Schönheide, zum Sieg. Auf unserer Seite, letzte Zeit bei uns, das lauf nicht optimal, aber heute, das war wieder eine, kann man sagen, auch schlampige Leistung, das war auf unserer Seite. Wir haben sehr viel Tormöglichkeit im zweiten Drittel und meine Mannschaft hat gekämpft und hat sich diesen Sieg verdient. Okay, gut. Und jetzt noch dein Trainer. Schönen guten Abend zusammen. Ja, danke schon für Wörter also von Gästetrainer. Also kann ich sagen, dass wir haben schon am Freitag gekämpft. Leider hat dieses nötige Glück gefehlt. Also vielleicht ausgleichen oder vielleicht diese erste Tor selbst nicht bekommen von Schiedsrichter. Aber wahrscheinlich haben wir heute dieses nötige Glück gehabt. Muss ich sagen, Torhüter hat er, also Florian hat er heute eine so spitze Leistung gebracht und hat er uns natürlich Mut gegeben. Obwohl, muss ich auch sagen, mit Schiedsrichterentscheidungen waren wir auch nicht wirklich also einverstanden. Das ist schade, dass unsere Spieler nicht so sich genommen haben. Da haben wir zu viele Strafen kassiert. Aber gut, Gott sei Dank haben wir nicht überstanden und noch also 3 Punkte. Also haben wir unsere Zuschauer einfach zum zweiten Advent geschenkt dann. Und auch war schon auch den Zuschauern, muss ich auch sagen, ihm selbst war super unterstützend. Leider haben wir selbst nichts bekommen, aber heute haben wir 3 Punkte. Vielen Dank. Dankeschön. Nächste Woche Freitag geht es dann in Weiden weiter, wo wir dann auch wieder Lautstärke mit unterstützen von den Fans. Okay, und jetzt noch zu den Spielständen der anderen Ligen. Und zwar Etzepeiting gegen ERC von Bochum, 6:3 Endstand. EV Ringsburg gegen Weiden Tigers, 6:2 Endstand. Die Blue Devils Weiden gegen die Selber Wölfe, 7:1 nach der 47. Minute. Tölzer Löwen gegen den EV Landshut, 1:2 nach Verlängerung. Und heute hat uns bei ERC Plus sehr spielfrei. Wir sehen uns jetzt nächsten Sonntag hier wieder im Wolfsbau am 13.12. 18 Uhr gegen den EV Landshut. Vielen Dank. Tschüss. Komm,